Das ist der photovoltaische Heizstab von der Firma Futhermo System AG. Der ist dazu entwickelt worden, um kostengünstig, CO2-frei und einfach eine Warmwasserversorgung bereitzustellen. Der Heizstab funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier das ist die Heizpatrone, das ist ein ohmscher Widerstand. Hier vorne haben wir ein Display, an dem wir die Leistung ablesen können, beziehungsweise die Spannung der Photovoltaikmodule und natürlich auch die Temperatur des Wassers. Und am unteren Ende haben wir zwei MC4-Kontaktstecker, das sind die Photovoltaikstecker, um die Photovoltaikmodule direkt an den Heizstab anzuschließen. Der Heizstab wird einfach in einen bestehenden 1,5 Zoll bzw. 6/4 Zoll Flansch eines Boilers eingeschraubt. In der Regel haben die meisten bestehenden Heizungsanlagen einen solchen Standard-Flansch. Der ist von Werk aus bereits eingeführt. Und in diesen kann der Heizstab einfach eingeschraubt werden. Ist der Heizstab richtig eingeschraubt, beziehungsweise muss abgedichtet natürlich werden, kann das Gehäuse auf dem Kopf stehen und in dem Fall kann durch einen leichten Zug am Gehäuse das Gehäuse leicht gedreht werden in eine Position, bis es passt, beziehungsweise in die andere Richtung. In dem Fall bleibt das Gewinde aber fest verschraubt, man dreht nur das Gehäuse, bis es eine optimale Position hat. Das Wasser wird eingelassen und sobald der Heizstab mit Wasser umgeben wird, können einfach die Photovoltaikmodule an den Heizstab angesteckt werden. Ich mache das hier mal. Das Display geht an und wir können sofort, oder die Energie der Photovoltaikmodule wird sofort in Wärme umgewandelt.